Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei. Welcome to a new story out of The Merchant and the Parrot, written by Nosrat Pezeshkian. And today I'm reading the story Der Wunschtraum. Und zunächst mal auf Deutsch, Der Wunschtraum. Zum Hakim kam ein weißhaariger, zahnloser Scheich und klagte: Du Helfer der Menschheit, hilf auch mir. Kaum, dass ich schlafe, ergreift der Traum Macht über mich. Ich träume nämlich, ich komme auf den Vorplatz eines Harems. Frauen sind dort wie die Blüten eines Gartens, die Äpfel eines Baumes und die Houris des Paradieses. Kaum aber betrete ich den Hof, da entschwinden sie in einem geheimen Gang. Der Hakim runzelte die Stirn, dachte angestrengt nach und fragte schließlich: Du willst von mir wohl ein Pulver oder einen Saft gegen diesen Traum? Entgeistert rief da der Scheich: Bloß das nicht! Das Einzige, was ich will, ist, dass im Traum die Türe des Geheimgangs versperrt ist und die Frauen vor mir nicht weglaufen können. Und auf Englisch, in English the story is called The Wish Dream. To the Hakim there came a white-haired, toothless sheikh who complained, You helper of mankind, help me too. I hardly fall asleep and a dream gets control of me. I dream I am coming to the front plaza of a harem. Women are there like the flowers of a garden, the apples of a tree, and the houris of paradise. I barely enter the court and they disappear into a secret corridor. The Hakim wrinkled his brow, thought very carefully about it, and finally asked, You probably want me to give you some powder or a medicine towards against this dream. Flabbergasted, the sheikh cried out, No, 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 not that. The only thing I want is that in the dream, the door to the secret passage is locked and that the women cannot run away from me. Und Nosrat Pezeshkian schreibt dazu in seinem Buch, der Kindermund sagt, Traum ist Kino beim Schlafen. Diese einfache Definition hat vieles für sich. Im Traum laufen Handlungen ab, vollziehen sich Erlebnisse und Geschehnisse und lassen den Träumer mitunter im Unklaren, ob er der Held seiner Traumhandlung ist oder nur der Zuschauer. Die Physiologie rechnet den Traum einem Stadium des Schlafes zu. Was der Traum zu bedeuten hat, darüber bestehen unterschiedliche Meinungen. Traum als Voraussage der Zukunft, Traum als Erlebnisverarbeitung, Traum als Sprache des Unbewussten. Und vielleicht denkst du heute einmal an einen Traum zurück, den du heute Nacht geträumt hast oder den letzten Traum, an den du dich erinnerst und überlegst mal, was dieser Traum für dich bedeuten könnte. Und ich freue mich drauf, wenn ihr morgen wieder einschaltet bei einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei, jenes wunderbare Buch, das dieses Jahr 40 Jahre alt wird. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.